Hallo Freunde, willkommen zurück zu den Elite News. Diese Woche mit einer großen Überraschung, einer riesigen Möglichkeit und den ersten handfesten Infos zum Wings Update. Viel Spaß! Wie immer fangen wir mit der Sneak Peek der Woche an. Diesmal sehen wir das Cockpit der Vulture. Die große Überraschung dieser Woche. Letzte Woche hat Michael Brooks noch gesagt, es wird zwei neue Schiffe geben in Patch 1.2. Jetzt wird uns ein drittes Schiff vorgestellt. Die Vulture soll uns auch schon im nächsten Update hier beglücken. Und wir sehen, ganz ähnlich wie die Cobra ist die Vulture ein Zweisitzer. Trotzdem haben wir viel mehr Platz im Cockpit. Und genau das Cockpit ist derzeit das einzige Bild, das wir davon haben. Wir sehen kein Stück der Hülle. Wir sehen praktisch gar nichts, außer eben den zwei Sitzen. Pilot, Co-Pilot, was weiß ich, Kommandant, Schütze. Das sieht ein bisschen aus wie einem Kampfhubschrauber, die Anordnung. Aber viel sagen kann man da bisher noch nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Vor langer, langer Zeit hat David Braben mal bekannt gegeben, es soll verschiedene Hersteller von Raumschiffen in Elite Dangerous geben. Jeder Hersteller hat seinen eigenen, unverkennbaren Stil, soll ein bisschen an der Cockpitform erkennbar sein, aber auch grundlegend am Design des Raumschiffs, soll sich da nicht allzu viel ändern. Wir haben einen sehr großen Hersteller, der uns zum Beispiel am Anfang mit der Sidewinder beglückt, der auch die Cobra Mark III anbietet, zwei Schiffe, die extrem ähnlich sind. Und ja, mit der Viper, der Python und Anaconda bietet er eine zweite Linie, die in sich auch ziemlich ähnlich ist, von der Optik her, vom Design, vom Gefühl her. Dann haben wir Sorgan Patterson. Die Firma beglückt uns mit dem Hauler, der Adder und jetzt in Patch 1.2 außerdem noch mit der Fer de Lance. Von daher auch hier sehen wir Designähnlichkeiten. Wir können also in etwa abschätzen, ein Schiff, das kleine Flügel hat und so keilförmig aussieht, das ist wahrscheinlich von Sorgan Patterson. Bei Core Dynamics, dem Hersteller der Vulture, sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben da bisher die Eagle, die ist für Spieler da und von Spielern steuerbar. Und wir haben das Federal Dropship, was auch von denen hergestellt wird. Und da sehe ich kaum noch Designähnlichkeiten. Ganz nebenbei gibt es einige NSC-Schiffe, die von Core Dynamics gebaut werden. Die passen designtechnisch auch überhaupt nicht in die Reihe. Und deshalb ist es so verdammt schwer derzeit zu sagen, wie die Vulture wohl aussehen wird. Allerdings gab es vor einiger Zeit im Newsletter ein Ship-Chart. Da hat man einige Schiffe gesehen, die derzeit in der Mache sind. Ich blende das hier gerade nochmal ein. Und inzwischen können wir die meisten davon benennen. Wir haben auf jeden Fall die Python, das Dropship, wir haben die Asp, Orca, den Lacon Typ 7, wir haben Dolphin, Lacon Typ 6, die Cobra, Adder, Viper, Hauler, Eagle, die Sidewinder und ein Schiff, das immer noch nicht bekannt ist. Und wenn man jetzt mal zurückschließt, das Schiff Vulture sollte wahrscheinlich kleiner sein als das Federal Dropship. Es hat möglicherweise Ähnlichkeit mit der Eagle. Es soll ein schnelles und wendiges, kampfstarkes Schiff sein. Und dann passt dieses Schiff hier links von der Eagle richtig gut dazu. Meine Vermutung ist, dass wir es da mit der Vulture zu tun haben. Das nächste, bei der Cockpit-Ansicht der Vulture sehen wir vor dem Schiff überhaupt nichts. Wenn wir bei der Anaconda zum Beispiel aus dem Cockpit rausgucken, sehen wir noch ein Stück des Schiffs. Das heißt, das Cockpit ist wahrscheinlich ziemlich weit vorne angebracht. Ganz ähnlich wie das auch beim Federal Dropship der Fall ist. Wenn wir bei diesem Schiff sehen würden, dass das Cockpit recht weit vorne angebracht ist, das würde auch ungefähr dazu passen. Also ich schätze, das hier links unten, das ist vermutlich die Vulture. Meiner Meinung nach. Was haltet ihr davon? Könnte das die Vulture sein? Habt ihr schon andere Bilder gesehen? Ich konnte leider keine finden. Was vermutet ihr, wie das Ding wohl aussehen wird? Die Vulture ist auf jeden Fall die große Überraschung des Wings Updates, wie ich finde. Keiner hat mir damit gerechnet, ein drittes Schiff zu sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die Außenansicht von dem Ding mal betrachten zu dürfen. Die nächste Frage bleibt dann, wenn es wirklich ein wendiges Kampfschiff ist, wie groß wird es sein, wie teuer wird es sein, etc. Ich persönlich bin der Meinung, das liegt irgendwo bei der Asp, vielleicht beim Typ 6, so in der Gegend. Denn wenn wir mal sehen, zwischen der Cobra und dem Lacon Typ 7 liegen etwas mehr 17 Millionen Credits und gerade mal zwei Schiffe. Das ist eine riesige Spanne, wo die Spieler eigentlich nur grinden, das heißt ganz stumpf handeln, um an ein paar Credits zu kommen oder Kopfgeldjägerei betreiben bis zum Abwinken, um ja, den nächsten Sprung zusammenzukratzen.
Das ist nicht gerade spannend und aufregend. Und ein paar Schiffe mehr als Auswahl dazwischen, um diese riesige Lücke zu schließen, wären schon nicht schlecht. Also die Vulture kämen da gerade gelegen. Bei der Fer de Lance hatte ich letzte Woche gesagt, sie könnte in etwa die Größe der Cobra haben. Davon bin ich inzwischen auch nicht mehr überzeugt. Ich habe viele Infos gesehen vom ersten Elite, wo die Fer de Lance deutlich größer war, deutlich schneller und deutlich stärker bewaffnet. Das heißt, ja, von den Bildern alleine kann man wohl doch nicht darauf schließen, wie groß das Schiff sein wird. Da fehlt halt ganz einfach ein Maßstab daneben. Die Cockpitform könnte auch an die Anaconda erinnern, also folglich kann das Schiff praktisch jede Größe haben. Ob das vielleicht doch irgendwo dazwischen liegt oder ein Endgame-Schiff ist wie die Python, werden wir dann sehen. Da werden wir wohl oder übel abwarten müssen bis zum eigentlichen Patch. Trotzdem freue ich mich auf die ganzen Schiffe. Was haltet ihr davon? Was vermutet ihr? Lasst mich einfach mal wissen. Ab in die Kommentare damit. Kommen wir als nächstes mal zu Raumstationen. Speziell zu einer, die derzeit noch im Bau befindlich ist. Ihr erinnert euch, im Jembo-System sollten wir Metalle abliefern fürs erste Community-Goal, damit eine neue Raumstation in HIP 101110 gebaut werden kann. Die Bauarbeiten haben begonnen. In dem besprochenen System ist tatsächlich derzeit eine Raumstation, die eben noch im Bau ist, noch lange nicht fertig. Weiß der Geier, wie lange das noch dauern wird? Auf jeden Fall braucht das Teil einen Namen. Frontier hat sich gedacht, die erste Raumstation ist was ganz Besonderes. Und da hat jeder das Recht, einen Namen einzureichen. Im Newsletter findet ihr einen Link. Ich mache den auch noch in die Videobeschreibung, ist der gleiche Link. Und dort könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen und einen Namen eintragen. Diese Eintragung muss anschließend bestätigt werden über einen Link, die ihr an eure E-Mail-Adresse geschickt bekommt. Ist von Frontier, habe ich auch schon gemacht. Und ja. So hat jeder das Recht, einen Namen einzutragen. Die Macher von Elite suchen sich dann den Namen aus, der ihnen am besten gefällt. Und der Name wird dann auch im Newsletter erwähnt. Ich bin mal gespannt, wie das Ding zukünftig heißen wird. Was ich eingereicht habe, verrate ich mal nicht. Zu guter Letzt kommen wir mal zu den ersten handfesten Infos zum Wings-Update. Wie sieht das denn genau aus? Und was mich am meisten interessiert, wie wollen die das alles wirklich umsetzen? Meine Güte, also. Ein Wing besteht aus bis zu vier Spielern. Nicht mehr. Weniger geht immer, aber vier ist die Höchstgrenze. Grund dafür, die Entwickler wollten vermeiden, dass in einer Instanz oder in einer Zone einfach nur Spieler eines Wings sind oder der Wing so stark in der Überzahl ist, dass der Wing im Prinzip die ganze Instanz dominieren kann und dort andere Spieler chancenlos sind. Stellt euch vor, ein Piratenwing aus 18 Spielern trifft auf zwei Händler, weil in einer Instanz meinetwegen nur 20 Spieler sein können. Die Händler tun mir einfach leid. So ist gewährleistet, dass der Wing niemals die absolute Überzahl hat, sondern die anderen Spieler sich immer noch gegen den Wing wehren können. Und trotzdem ist, ja, vier Leute ist wenigstens eine Gruppe. Das mit der zahlenmäßigen Überlegenheit ist allerdings nicht der einzige Grund. Das hat auch sehr praktische Gründe, sage ich mal. Denn innerhalb eines Wings soll es jedem Spieler möglich sein zu sehen, wie viel Schild und wie viel Hülle jedes andere Wingmitglied noch hat. Das heißt, unsere Benutzeroberfläche im Raumschiff muss einigermaßen überarbeitet werden, um nicht nur unseren eigenen Zustandsanzeiger zu haben, sondern noch drei weitere für jedes weitere Mitglied im Wing. Gleichzeitig sollen wir jederzeit sehen können, welches Ziel im Ziel ist von welchem Wing-Mitglied. Beispiel: Mein Wingman zu meiner Linken fliegt in seiner Cobra neben mir her, peilt ein Piratenschiff vor uns an und ich kriege sofort die Meldung: Achtung, dieses Schiff ist von ihm angepeilt und ich soll wohl die Möglichkeit haben, das gleiche Schiff sehr leicht ins Ziel nehmen zu können. Das alles in die Oberfläche reinzupacken, die uns zur Verfügung steht, ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach und ein paar Anpassungen sollten da wohl gemacht worden sein. Leider haben wir bisher noch keinen Screenshot davon. Das erwarte ich fast im nächsten Newsletter oder zumindest dann, ja, auf dem Beta-Server Anfang März. So lang ist es ja nicht mehr. Eine Woche noch ungefähr. Ansonsten soll es uns sehr leicht möglich sein zu sehen, wo unsere Teammitglieder sind im Verhältnis zu uns, sowohl im Normalraum als auch im Supercruise. Wir sollen auch sehr leicht dazu in der Lage sein, unseren Wing-Mitgliedern zu folgen. Als Beispiel, wir fliegen zu viert durch den Supercruise. Einer unserer Händler aus der Gruppe wird von einem Piraten in den Normalraum gezogen, Interdiction.
Und der Rest des Wings soll ihm relativ leicht folgen können. Dazu gibt es eine Folgenfunktion innerhalb des Wings. Man hängt sich im Prinzip freiwillig an einen anderen Spieler, denn ein Gruppenführer im Wing soll es nicht geben. Alle Spieler sind gleichberechtigt und haben die gleichen Möglichkeiten. Es soll also nicht so sein, dass drei Leute einem Leithammel folgen und der dann bestimmt, ja gut, jetzt sind die drei AFK, ich bin eigentlich Pirat, ich fliege mal so nah an die Sonne ran, dass die drei explodieren. Sowas soll es nicht geben. Jeder kontrolliert sein Schiff nach wie vor selbst, aber es soll den Leuten sehr leicht gemacht werden, den anderen im Wing zu folgen und zu sehen, wo die sind. Auch ohne Scanner oder irgendwas, sondern diese Sprungpunkte werden durch Farben markiert, um klarzumachen, das ist von unserem Wing. Meinetwegen sind die halt grün statt weiß. Und dann hat man die Möglichkeit, dort in die gleiche Instanz zu folgen. Das heißt, Kopfgeldjäger können als Rudel agieren und Anacondas relativ leicht dann überwinden. Und ja, die Spieler werden allerdings nicht die einzigen sein, die Wings gründen können. Es wird zukünftig auch NSC-Gruppen geben, sowohl Piraten als auch Kopfgeldjäger. Ich vermute, dass auch bei größeren Raumstationen die Sicherheitsdienste als Wing agieren. Und ja, wenn ich als einfacher Spieler dann aus dem Supercruise rausgezogen werde und dort vier NSC-Piraten gegen mich habe, dann sehe ich alleine wahrscheinlich auch erstmal ganz schön alt aus. Denn gegen vier Leute zu bestehen, ist nicht so ganz einfach. Ich bin mal gespannt, wie das balanciert werden soll, denn auch wenn die Gruppen möglich sind, wird nicht automatisch jeder Spieler in einer Gruppe sein. Trotzdem bietet so ein Wing natürlich hervorragende Möglichkeiten, allerdings nicht nur zum Guten hin. Es scheint auch nicht so ganz unmöglich zu sein, dass man ein bisschen, ja nicht unbedingt mogelt, aber die Regeln ein bisschen biegt. Denn da das mit dem Folgen so leicht sein soll, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man gemeinsam in andere Systeme springt, Frameshift Drive aktiviert, Hyperdrive und weg. Wir kennen das bisher, wenn ein Schiff interdiktet wurde, sich versucht hat zu wehren und trotzdem in den Normalraum runtergezerrt wurde, dann hat man eine ziemlich lange Aufladezeit für den Frameshift Drive, um wieder wegspringen zu können. Diese Aufladezeit soll wohl ein bisschen umgangen werden innerhalb eines Wings. Das heißt, ein anderes Wing-Mitglied folgt in den Normalraum, stellt fest, Moment, das ist ein anderer Wing, wir sind jetzt nur zu zweit, wir kommen da nicht weg. Dieses Mitglied ging allerdings freiwillig in den Normalraum über und hat diese lange Aufladezeit nicht. Kann den Sprung initiieren und das andere Wing-Mitglied, das zuerst interdiktet wurde, soll wohl in der Lage sein, den gleichen Sprung zur gleichen Zeit ausführen zu können und somit die eigene Aufladezeit ein bisschen zu umgehen. So ganz eindeutig drückt man sich da bisher noch nicht aus. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das auf dem Beta-Server dann läuft und ob das dann wirklich so zum Schummeln und Mogeln benutzt wird oder überhaupt benutzt werden kann. Ich glaube nicht, dass Frontier da solche Schlupflöcher offen lässt und den Piraten das Leben noch schwerer macht. Ich wurde zwar vor kurzem selbst ein paar Mal abgeschossen und habe eine ganze Menge Credits verloren, aber ich muss sagen, das war meine eigene Schuld. Eigentlich haben es die Piraten schon wirklich nicht leicht, ganz besonders wenn der andere Spieler weiß, was er tut. Ich bin auf alle Fälle schon richtig aufgeregt, wenn ich an Patch 1.2 denke. Am liebsten würde ich sofort auf den Beta-Server wechseln und das ganze Zeug ausprobieren. Ich will die neuen Schiffe in Aktion erleben. Ich will sehen, wie die Wings in die Oberfläche integriert sind. Das Chat-System soll überarbeitet sein, viel benutzerfreundlicher. Will ich alles ausprobieren? Leider muss ich da jetzt noch etwa eine Woche warten. Anfang März ist das Ding angekündigt. Die Patch-Days sind für gewöhnlich dienstags. Das heißt, da werde ich noch ein bisschen Geduld haben müssen, aber ich freue mich auf alle Fälle riesig drauf. Worauf freut ihr euch am meisten? Sind es die neuen Schiffe? Hofft ihr vielleicht sogar auf ein viertes neues Schiff? Ein Newsletter haben wir noch Zeit, wer weiß. Was haltet ihr vom Wings Update? Hattet ihr euch da ein bisschen was anderes von versprochen als das, was bisher bekannt ist? Oder sagt ihr, ja, das ist genau das? Oder ich weiß nicht, ist noch ein bisschen schwammig. Lass mal noch abwarten, wie es dann wirklich wird. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir alles mal in die Kommentare. Freue mich drauf. Wir diskutieren drüber und sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.